Das ist ein schöner Übergang insofern, weil die Lonnie Kellner Frankenfeld zum Beispiel bei Peters Bastelstunde sehr oft Kinderrollen gespielt hat. Ja. Ja? Also diese Kinderstimmen sind durchaus dir nicht so fremd. Nee. Ja. Außerdem bin ich ja vor 4 Monaten Oma geworden. Eben, da wollte ich drauf hinaus. Ja. Lonnie Kellner Frankenfeld seit 4 Monaten glückliche Oma. Und wie? Ja? Junge oder Mädchen? Junge. Sehr schön. Und glückliche Oma und immer aktiv dabei. Wenn er mich sieht, lacht er. Ich weiß nicht, was das zu bedeuten hat. Aber das nehmen wir erstmal als Kompliment. Ja, im Zweifel als Kompliment. Ja. Wir freuen uns, dass Lonnie Kellner Frankenfeld mal wieder den Weg zu Hamburg 1 gefunden hat. Ich habe das bevorstehende Pfingstwochenende angesprochen, das insofern ein gewisser Höhepunkt ist, weil es wieder mal etwas ganz Neues gibt im Fernsehen über Peter Frankenfeld, deinen Mann. Ja. Und da hast du sehr aktiv mitgewirkt. Es ist eine Sendung von unseren befreundeten Kollegen vom Norddeutschen Rundfunk. Ja. Eine Dreiviertelstunde, die Peter-Frankenfeld-Story heißt das. Ja, das ist eine Dokumentation, aber das klingt immer ein bisschen sachlich. Es ist sehr lebendig, es sind auch Menschen dabei, die über Peter sprechen. Also Otto zum Beispiel, Peter war wohl sein Vorbild. Ich habe das alles so nicht gesehen. Oder der damalige Regisseur Alexander Arns von Vergissmeinnicht, der auch heute noch Wetten, dass macht. Ja, Max Greger, ich weiß nicht, wer alles drin ist. Mein Sohn, ich glaube, ich auch. Ja. Aber Peter kommt auch nicht zu kurz, es sind Sketche da drin. Und ich glaube, bei der Sendung ist das Besondere, dass es da einige Sachen gibt von Peter Frankenfeld, die man so noch nicht so häufig im Fernsehen gesehen hat. Mit Sicherheit nicht. Also darüber weiß ich ja nun sehr gut Bescheid. Ich habe eigentlich bei jeder Sendung, die über Peter war, mit ihm mitgewirkt, hinter den Kulissen. Und ich glaube, da kommt jetzt was dabei raus, was die Leute noch nicht so gut kennen. So, dann wollen wir natürlich auch über Lonnie sprechen, denn auch von Lonnie kommt etwas im Fernsehen irgendwann mal. Wir wissen den Sendetermin, glaube ich, noch nicht ganz genau. Den Sendetermin haben wir übrigens jetzt für das auch nicht gesagt. 22 Uhr am Montagabend. Genau, Pfingstmontag, 22 Uhr N3. Wollen wir mal dazu sagen. Es fängt an mit Peters Bastelstunde, diesmal Fernsehbastelstunde. Ungefähr 100 haben wir ja im Rundfunk gemacht. Ja, und da muss man mal zusagen, dieses Bastelstunde, das hieß so, weil es für damalige Verhältnisse relativ modern war. Das war so ein Geschnipsel aus Geräuschen, Musikstücken, Sketchen, aber witzige Sachen. Ja. Ja. Ganz modern produziert. Sendung für Leute mit Sinn für Albernheiten. So hieß der Untertitel, ja. Und da war Lonnie immer dabei in zig verschiedenen Dialekten, Sprachfarben und so weiter. 3 Männer, eine Frau, also Peter und ich auch. Genau. So, und dann aber bitte die Heimatgeschichten, wo Lonnie spielt zum, glaube ich, zweiten oder dritten Mal. Mit Heinz Reinke. Ja. Das sind Traumpartner, glaube ich. Ja, und wir wurden neulich in einem Trailer von N3 als Traumpaar des NDR bezeichnet. Das fand ich sehr lustig. Aha. Aber das hat auch sehr viel Spaß gemacht im vorigen Sommer. Aber es ist noch nicht kein Sendetermin gefunden worden. Also letztes Jahr gedreht in einem fabelhaften Sommer, glaube ich. Wie heißt das Stück, damit wir das dann wissen? Die letzte Ruhestätte. Es geht um ein Grab, was irrtümlich 2-mal vergeben worden ist, an ihn und an mich. Und juckt es dich denn, Lonnie, überhaupt solche Fernsehgeschichten öfter zu machen? Und ist eine feine Sache, glaube ich. Ist ja mein Beruf. Ja. Ich habe ihn gelernt. Ich gehöre noch zu denen, die es gelernt haben. Oder sprichst du natürlich ein heißes Thema an? Wie ist es denn, wenn man heutzutage als fernseherfahrene Frau, die du bist, die hinter den Kulissen und vor den Kulissen mit einem der größten Fernsehschaffenden überhaupt gearbeitet hat und auch selber so viel gemacht hat im Fernsehen, die Hagenbecks und was da alles war. Wenn man heute so ins Fernsehen guckt, guckst du gerne und mit Begeisterung? Also ich sehe am liebsten Filme. Da kann man noch davon ausgehen, dass da Profis am Werk sind. Das lässt sich nur mit Laien hinter und vor der Kamera nicht machen. Aber was man so, ich möchte heute nicht mehr anfangen und schon gar nicht als gelernte Schauspielerin und Sängerin. Denn wenn man nichts kann, hat man ganz offensichtlich größere Chancen. Ist so. Ja. Ja? Das lässt mich ja hoffen. Nein, es ist wirklich, ich schüttle wirklich den Kopf, wie sowas möglich ist. Es liegt natürlich auch an Redakteuren. Die das dann einsetzen oder an wem auch immer. Jedenfalls, es sind nicht so viele da, die ihr Fach beherrschen und das 3 Jahre lang atmen gelernt haben, sprechen gelernt haben und Rollenstudium gemacht haben, sich in der Klassik auskennen. Es gibt sicherlich eine Menge junger Leute. Mhm. Auch guter Leute, aber. Guter Leute, aber. Oft stimmen die Rahmenbedingungen halt auch nicht mehr so, aber das ist halt so, so ist es, schnelllebiger geworden. Wir wollen auf jeden Fall ein bisschen sprechen über dieses Buch, denn Humor ist Trumpf,
ist ein Titel, der sich mit dir sehr verbindet. Du hast nach dem Tod deines Mannes in Anlehnung an Musik ist Trumpf, diese große letzte Show, die er gemacht hat. So hat er das, deshalb hat er das so genannt. Genau, dieses Buch herausgegeben, erstmal eine Fernsehserie gemacht, wo du die Sketche alle zusammengestellt hast. Ja, ganz alleine. Ganz alleine. Ja. War das eine harte Arbeit, kann man sich vorstellen, ja? Ja, also, denn die Seele spielt ja eine große Rolle auch dabei. Und dann hat man die Stoppuhr in der Hand, um das professionell zu mixen, alles anzugucken, wegzusortieren, was er nicht mochte, denn das weiß ich ja am besten. Und es ist schon hart. Du warst ja immer auch dabei, so hinter den Kulissen. Wie ist denn zum Beispiel, und ich frage dich selber, wie du damit auch umgehst dann, wie ist denn der große Peter Frankenfeld, der uns allen wie dein Showgott über uns ist, mit Lampenfieber umgegangen, mit Aufregung? Er hat gesagt, er hat kein Lampenfieber, er nennt es Spannung. Was genau dasselbe ist. Wie gehst du damit um, Lampenfieber? Ganz schlecht, ganz schlecht, ja. Mich packt's richtig, mich schüttelt's. Man darf nicht vergessen, du hast auch Theater gespielt in Berlin vor einigen Jahren. Ja. En suite am Hansa-Theater. Ja. Wie hieß das Stück, Frau? Weißt du auch nicht mehr? Ist wurscht. Mir ist es auch entfallen. Ist Lilo Lemke noch zu retten? Genau, ist Lilo Lemke noch zu retten. Ja. Da ist man dann jeden Abend auf der Bühne. Gib mal einen Tipp, wie bist du da mit Lampenfieber umgegangen? Ja, es relativiert sich ein bisschen. Wenn man 80 Vorstellungen spielt, dann ist es nicht mehr ganz so hart wie am Anfang. Es wird etwas weniger. Lonny Kellner-Frankenfeld ist ein Kind aus Remscheid. Ja. Ja? Erzähl uns ein bisschen, wie bist du aufgewachsen in Remscheid und wie bist du dann irgendwann zum Theater, zum Fernsehen gekommen? Ich war 9 Jahre, als der Krieg zu Ende war. Nee, ausbrach. Gottes Willen. Ich wurde in der Schule immer rumgeführt als die Bergische Nachtigall von Lehrern, weil die Stimme hübsch war. Ich wollte unbedingt Opernsängerin werden und dann habe ich irgendwann mit 14 der Magda Mödel vorgesungen und die hat gesagt, du wirst es, aber noch nicht, kein Unterricht. Und ich habe mit 13 Jahren einem Schauspiellehrer vorgesprochen, klassische Stücke, und der hat gesagt, ja, bist du denn schon 16? Ja, ich gesagt, ich wusste, sonst habe ich keine Chance. Und das hat er geglaubt und eines Tages hat er mich... Gegenüber war die Martin-Luther-Kirche und da sieht er Konfirmanden aus der Kirche rauslaufen. Und einer davon war ich. Und dann gab es natürlich ein Donnerwetter. Und dann, wieso hast du mir das nicht gesagt? Ich sage, hätten Sie mich denn genommen, wenn ich das erzählte? Nein, natürlich nicht. Ich sage, und jetzt? Ja, jetzt machen wir weiter, das ist doch klar. Dann bin ich mit 16 noch nach Bonn auf die Schauspielschule gegangen, um mir den letzten Schliff zu holen. Das hat mich aber gelangweilt, Treppen runterfallen, Fechten lernen für Shakespeare-Stücke und was weiß ich. Ja, und dann mit 17 hatte ich mein erstes Theaterengagement am Westfälischen Landestheater. Ist das Stück noch bekannt in Erinnerung? Das erste Stück vergisst man eigentlich nie, oder? Oder hast du es vergessen? Das erste Stück, nee, ich habe 13 in einem Jahr gespielt. Ja. Kleine, große, versunkene Glocke, Rautendelein und dann aber auch Pferde sind gesattelt, alles durcheinander und... Viel Arbeit. Das glaube ich. Und das dann, ist eine gute Schule. Und dann mit 18 habe ich auf Rat von Jürgen von Manger, der in Bochum engagiert war, nebenan. Adolf Techtmeier, uns allen unvergessen. So ist das. Ja. Und der hat mich da im Theater gesehen. Wir besuchten uns gegenseitig so. Und er sagt, du hast ja eine ganz hübsche Stimme. Sing doch mal beim Rundfunk vor. Und das war für mich so sternenweit weg. Und ich habe es aber dann gemacht. Und 14 Tage später hatte ich eine Live-Sendung. Boah. Und dann kamen die Engagements so hintereinander weg, dass ich Schallplatte und dann mit 1952 Silvester Fernsehen. Das muss man sich hier im Bunker, glaube ich, ne? In Hamburg. Hier aus dem Heiligen Geist-Bunker, ja. Und es ist heute relativ heiß bei uns im Studio, aus unerfindlichen Gründen. Klimaanlage läuft, trotzdem ist es heiß. Aber das ist noch gar nichts gegen die Temperaturen im Bunker, als es anfing. Wir waren alle völlig verschwitzt, das ist vorbei. 65 Grad Hitze. 65 Grad Hitze. Das waren die Scheinwerfer, die waren noch anders. Ja. Und Klimaanlage kann ich mich nicht erinnern, dass es die gab. Lonny, du hast in deiner Karriere, die ja sehr vielseitig war, hat von Anfang an, das haben wir vorhin angesprochen, immer gesungen. Ja? Ja. Das war der Anfang. Und mit dir sind Lieder in Verbindung zu bringen, die man teilweise auch von anderen Interpreten hört. Ja. Aber die Lonny ist der Erstinterpret. Ja. Sag mal ein paar Beispiele. So ein Tag, so wunderschön wie heute. Hat der Olias für den Film, in dem ich die Hauptrolle spielte, geschrieben. Wie hieß der Film? Geld aus der Luft. Und da war also dieser Schlager drin, so ein Tag, so wunderschön wie heute. Ja. Unser Eins kennt das von den Mainzer Hofsängern. Ja. Aber ich habe es auf Platte aufgenommen mit großem Chor.
Es lief gut. Ja. Und du dann, hast das auch einmal, das mit, ganz kurz am Rande, du hast das zusammen mit den Mainzer Hofsängern auch mal gesungen. Ja. Ja? Ja, es war sehr schön. Ja, glaube ja. ich. Meine. Und dann dieses Du, 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 lass mein kleines Herz in Ruhe. Es ist auch im selben Film ja. habe ich das gesungen. Oder La Lelou ist für René Carolle und mich geschrieben worden. Siehst du, das kennt man aus diesem Heinz-Rühmann-Film. Ja. Ja, wenn der Vater mit dem Sohne, das ist dieses Wiegenlied, was der Clown, diesem kleinen Oliver Grimm, glaube ich, ja. singt. La Lelou, nur der Mann im Mond schaut zu. Ja. Erstinterpretin Lonnie Kellner. Das alles kann man jetzt auf dieser Homepage dann nachlesen, beziehungsweise es gibt eine Internetseite. Klicken Sie mal an, Lonnie Kellner-Frankenfeld. Da werden Sie aber umgucken. Ja, da stehen Sachen drin, die hat sie selber noch nicht gewusst. Nee. Ja? Genau. Nee, aber das ist ja, es ist ja eine CD rausgekommen mit all diesen Titeln, die ich gesungen habe, auch Duette mit Peter. Genau, das wollen wir sagen. Genau, bei die Bär. Heißt so ein Bär, Bär Family. Ja, oder ja. Bär Family. So ein Tag, so wunderschön wie heute heißt das. Ja. Und da sind halt diese ganzen Lieder nochmal drauf aus den 50er, 60er Jahren und halt auch Duette mit Peter Frankenfeld. Eins ja. ist unvergessen, dieses Bum, Budi, Bum, Budi, Bum, Budi, Bum, ja. Das war, glaube ich, eine deutsche Version von einer amerikanischen Sache. Ja, nee. Peter Sellers und Sophia Loren haben das im Original gesungen. Film Millionärin hieß der, glaube ich. Wie war es, mit Peter zu singen? War Peter auch ein begnadeter Sänger? Nicht ein begnadeter Sänger, aber er hat es gut verkauft. Ja. Das waren ja dann auch Texte, die man besser verkaufen konnte. Aber er war urmusikalisch und hat darauf bestanden, du weißt, heute werden die Playbacks vom Orchester zuerst eingespielt und dann kommt der Interpret hinterher. Wenn es überhaupt noch ein Orchester gibt. Wenn es nur eins gibt. Und wir kamen ins Studio und dann sagte man, bitte nehmen Sie noch einen Moment Platz, das Orchester ist noch nicht so weit. Und dann sagte ich, um was geht's denn hier? Ja, um Ihren Titel. Und da hat er gesagt, wieso sind wir nicht dabei? Und dann hat er es durchgesetzt, dass wir das gleich live aufnahmen. Mhm. Und das ist ein bisschen schwierig mit diesem Tempo wechseln. Und das war die erste, wurde genommen. Klasse. Erste Version einmal eingesungen. Das ist wie bei Sinatra, hab ihn selig. Da war auch immer die erste Version, da eigentlich ja. die beste. Und dann hat es gewonnen. Lonnie Kellner-Frankenfeld, was hörst du privat für Musik, um mal bei dem Thema zu bleiben? Swing. Ja. Ja, Klassik natürlich. Am liebsten sowas wie Grieg und etwas schwermütige Geschichten. Aber es ist schon der Swing und Jazz Waltz. Sowas, das interessiert mich schon am meisten. Siehst du. Glaubst du, dass es heute leichter oder schwieriger ist, einen Hit zu landen? Man hat heute mehr Möglichkeiten des Auftritts und so weiter. Aber ist es auch wirklich schwieriger oder leichter, einen Hit zu machen? Es werden so viele hergestellt, nicht? Und man ist, ich glaube, dass die Menschen in den Schallplattenfirmen auch überfordert sind, weil die gar nicht so viel hören können, wie angeboten wird. Und dann werden auch manchmal die Falschen rausgesucht. Ja, die Guten bleiben liegen. Leute, wir könnten ja noch stundenlang, leider sind wir am Ende unserer Sendung und schicken unsere Zuschauer jetzt gemeinsam ins Wochenende.